Als wir uns auf den Weg durch den dichten Wald machten, hatten wir bloß ein Ziel vor Augen: den Menschen nachhaltige Entwicklung bringen. In diesem besonderen Fall jedoch stießen wir auf eine unerwartete Herausforderung. Es stellte sich heraus, dass diese Leute auf ihre durchaus eigene, merkwürdige Weise längst nachhaltig lebten. Das Einzige, was wir ihnen daher geben konnten, war Entwicklung. Wir begannen mit partizipativer Entwicklungszusammenarbeit. Aber sie arbeiteten nicht richtig mit uns zusammen. Wir versuchten es mit einkommensschaffenden Maßnahmen, aber manche Leute sind anscheinend mit weniger als $1 pro Tag zufrieden. Wir versuchten sogar, ihre Autonomie zu stärken, aber ihre Reaktion war autonomer als erwartet. Wir hatten jedoch nicht vor, diese Menschen so leicht fallen zu lassen. Wir wussten, sie brauchten unsere Hilfe, selbst wenn sie es noch nicht ahnten. Also wählten wir einen Multi-Stakeholder-interdisziplinären integrativen Ansatz. Wir entwickelten innovative Partnerschaften mit dem privaten Sektor. Dann brachten wir den Leuten berufliche Kenntnisse bei, zur Anpassung an eine sich verändernde Wirtschaftslage. Wir entwickelten strenge Naturschutzprogramme, um die Umwelt vor weiteren Schäden zu bewahren. Und wir entwickelten ein ehrgeiziges soziales Sicherungsnetz für diejenigen, die nicht für sich selbst sorgen können. Ich würde sagen, dies war ein Prozess mit einigen Herausforderungen und wir haben viel daraus gelernt. Wir freuen uns darauf, die gewonnenen Erkenntnisse schon bald auch woanders anzuwenden. Doch in der Zwischenzeit bleibt uns nur zu sagen: herzlich willkommen im globalen Dorf.